Dann auch noch mal allen, die später eingeschaltet haben, ein herzliches Willkommen aus Kaufbeuren, der ESV Kaufbeuren in Rot im ersten Drittel von links nach rechts. Castle Damage. Lewis gegen Ditsch. Oh, das könnte eine gute Möglichkeit geben. Außennetz. Schussversuch von. Nein, er ist drin. Tor! Nolan Jarenko. Kurioses Ding in der zweiten Spielminute. Jetzt kommt das Replay. Obwohl das Spiel läuft schon wieder. Ja, das Ding schlägt links oben ein. Lundqvist. Gute Position. Boah, was ein Save von Maurer. Platz. Aber Maurer sagt nein. Dietsch jetzt als Verteidiger mit auf dem Eis. Ja, ist schon mit Sicherheit der zweite oder dritte Wechsel als Verteidiger. Boah, gefährlich und Tor, oder? Nein, jetzt ist er drin. Tristan Keck stochert danach 1:1, der Spielstand, 9. Spielminute, glaube ich. Schauen wir nochmal, Olsen bringt die Scheibe vor das Tor. Dann hat Garland den Nachschuss, bleibt dann aber am Volantin hängen. Naja, und Laxonen kann sich nicht, weiß nicht, wie er die Scheibe retten soll, glaube ich. Ja, die ging an Außenpfosten oder Innenpfosten und Daniel Fiesinger ist dann... Ja, das kriegt der ESVK hinten rausgeklärt. Und Sagst vielleicht du? Noch die Möglichkeit für Bindels. Und Maurer hat ihn in der Fanghand. Spektakulär ausschaut. Er liegt gut aufgepasst von Philipp Maurer. Und dann laufen die letzten knapp 2 Sekunden runter bis zur Pause. Wir gehen mit dem Spielstand von 1:1 in selbige. Und alles ist bereit für den Mittelabschnitt. Dann können wir weitermachen. Na, Dani Bindels und Luis Brunis sind auf jeden Fall so weit. Der Rest noch nicht ganz so in Position, gut, aber jetzt Olsen gegen der gesehen am Bullypunkt. Ne, Toschau auf Seiten der Huskies. Und es geht an den Huskies-Stürmer. Olsen, ne? Ja, Turgeon. Gut gemacht von Olsen. Gegenstoß über Garland. Der kann sich da gut durchsetzen, bringt die Scheibe noch zu Olsen und der schießt knapp vorbei. Watson, ne? Für die! Und was für ein schönes Tor von Alex Thiel. Bekommt die Scheibe von Watson, zieht direkt ab. Und der schlägt genau da ein. Für die Quastqualität von Jamal Watson. Und dann legt er die Scheibe punktgenau dem Alex Thiel auf dem Schläger. Der allerdings auch brutal frei da steht. Er hat kurz die Zuordnung verloren, die Huskies in Unterzahl. Ich überlege gerade viel, war Maurer nicht der Torwart, der damals mit Bad Nauheim sein Debüt hier in Kaufbeuren gegeben hat? No! Sami Lundqvist mit dem 3:1. Zweikampf an der Bande, liegt sich im Prinzip selbst vor. Lewis hat dann das Auge und Lundqvist ins lange Eck. Über den Schoner von Maurer. Ja, man kann die Scheibe nicht schnell genug verarbeiten. Ne? Immer noch die Huskies. Garland. Ja, stark gemacht. Der Garland. Garland. Boah. Garland. 3:2. Hat sich so ein bisschen angedeutet. Die Huskies spielen die Joker hinten rein. Und dann denkt sich Garland, okay, ich mach's jetzt einfach selbst. Also nach einem starken Teamplay, eine starke Einzelleistung. Jarenko hier stehen gelassen und aus der Drehung dann den Schuss im linken Eck versenkt.
Sechster Saisontreffer für Hunter Garland. Und jetzt Konterchance ESV Kasivic und Bader. Und Bader scheitert an Maurer, der wieder einen Spagat hinlegt. Da gesehen hat. Hier nochmal die große Möglichkeit. Gute Übersicht von Sivic. Bader versucht es dann. Guter Check von Schmidt, aber kommt Platz zurück. Und da geht's zur Sache. Das lässt sich hier Bortnacek nicht gefallen. So, hier nochmal der Check. Ja, kommt da mit Anlauf gegen den Gegenspieler. Das ist auf jeden Fall mal ein unkorrekter Körperangriff. Ja, stark gemacht. Aber die Chance für Keck. Bruni ist dabei. Nachschuss. Fiesinger ist da. Kann doch nicht sein, dass der da einen Nachschuss bekommt. So, und damit endet das zweite Drittel mit dem Spielstand von 3:2. Schmidt ging ja dann verletzt vom Eis. Sitzt jetzt aber wieder in der Kühlbox. Das heißt, er wird weitermachen können. Hat da ein paar Schläge eingesteckt von Bortnacek. Bruni. Ja, vergiss die Scheibe. Aber oh, ebenfalls. Blomqvist hat Laxonen in der Mitte. Blomqvist 4:2 für den ESVK erwischt. Maurer durch die Beine. Aber der Fehler war im Mittendrittel von den Huskies. Und schiebt Maurer die Scheibe durch die Hosenträger. Na, bisschen Parallele zum zweiten Drittel. Die Huskies eigentlich besser aus der Kabine gekommen, aber der ESVK mit dem Tor. Fischer versucht's. Wow. Richtig gut. Gute Idee von Sten Fischer. Das Ding so zu fangen. Bender. Ah, jetzt ist viel Platz. Aber Bader hat gute Schussweg zugemacht. Dann ist das Ding abgefälscht und ist im Tor. Jack Weidner im Nachschuss. Staubt da ab. Eigentlich total harmloser Schuss von oben von Bender. Fiesinger sieht nichts, muss ihn prallen lassen und vor dem Tor wird nicht aufgeräumt. Auf Vorderseite auch, dass der Schläger nicht gespielt wird. Ich glaube, er blockt ihn sogar selber, Jack Weidner. Vielleicht sehen wir es jetzt nach Hintertor besser. Ja, du hast recht. Ja, und Thomas Schmidt kommt nicht. Spiel ist zu Ende. Kaufbeuren schlägt den Spitzenreiter aus Kassel mit 4:3. Und da hat Blomqvist noch einen mitbekommen von Ryan Olsen.